will nochmal 2% ins Portfolio packen. Wo rein? Favorit CKB, Moonbeam oder Cardena? Das sind drei ziemlich gute Projekte meines Erachtens nach. Ne? Kann mich nicht entscheiden. Das sind ziemlich, ziemlich starke Projekte. Cardena macht was Ähnliches, was auch Casper kann. Flexible Smart Contracts. Das Problem bei Cardena ist halt nur, die On- und Off-Wraps für Entwickler sind ein bisschen schwierig, weil die ihre eigene Programmiersprache haben. Bei Casper sind die On- und Off-Wraps für Entwickler so ziemlich einfach. Warum? Man kann mit den gängigsten Programmiersprachen direkt anfangen zu entwickeln auf der Casper-Blockchain. Und das ist halt eine ziemlich, ziemlich wichtige Sache, wenn man sich, wenn man wachsen möchte, wenn man sich entwickeln möchte, dass da auch ein On-Ramp für Entwickler sehr, sehr leicht ist. Nichtsdestotrotz ist Cardena ein ziemlich, ziemlich beeindruckendes Projekt. Man schaut sich da diesbezüglich auch mal die Konsensmechanismen an. Sehr, sehr interessant. Auch ein Hybrid zwischen, was war das? Ich glaube Proof of Stake und Proof of Work, wenn ich mich nicht irre. CKB, auch ein relativ starkes Projekt. Guckt euch mal ein Video von Big Daddy Crypto an dazu, der hat da sich schon ziemlich gut drüber geäußert. Das Positive hier dran ist, alle Projekte, die auf dem CKB-Netzwerk, also auf dem Nervous-Netzwerk aufbauen, brauchen den CKB-Token. Das heißt, man kommt daran nicht dran vorbei. Man muss, wenn man einen neuen Coin rausmintet, immer ein CKB-Token dafür als Reserve halten. Und das bringt natürlich durch Anwendung auf dieser Blockchain auch eine stärkere Nachfrage nach dem Coin halt. Ne? Und das ist ziemlich schön, dass sie da so dran gedacht haben. Und das macht das Projekt auf jeden Fall ein Investment wert. Moonbeam ist natürlich auch ein starkes Projekt, auch im Smart Contract Bereich unterwegs. Ziemlich viele Venture Capitalisten investieren da auch sehr, sehr stark rein. Haben auch relativ gute Partnerschaften. Guck dir mal das auch an. Also alle drei Projekte sind meines Erachtens nach relativ gut, ja. Wer hier jetzt besser performen wird, das ist für mich sehr, sehr schwer zu sagen. Sehr, sehr schwer zu sagen. Caro, mein Bester, verkaufst du schon einen Teil und nimmst bei dem nächsten Dip einen großen Teil wieder auf? Wenn ja, dann bei welchen Projekten? Nein, das tue ich nicht. Ich bin eher so dabei, dass wenn ich Coins investiere, dass ich die wirklich tief einkaufe und im Bullrun Top versuche zu verkaufen. Auf dem Weg nach oben kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn wir die 80.000er Marke gebrochen haben bei Bitcoin, die Altcoins sehr, sehr stark mitgezogen sind, dass ich dort dann vielleicht 10 bis 15% schon mal auscashe, aber sie nicht reinvestiere, sondern sie erstmal halte und auf dem Weg nach oben bis zu meinen Targets dann vielleicht schrittweise weiter rausgehe. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich werde die Gelder mir aber zurückhalten für verschiedenste Investments, die ich tätigen werde in Zukunft und nicht wieder direkt reinvestieren. Das ist für mich zu risikoträchtig. Dafür trade ich aber auch bei BingEx. Da trade ich auch teilweise mit kleinen Hebeln und da werde ich solche Bewegungen eher mitnehmen. Aber mit meinem Investmentportfolio, das fasse ich nicht an. Das bleibt so, wie es ist. Ich möchte gerne hier in Deutschland das Ganze über ein Jahr gehalten haben, bevor ich auscashe. Dann muss ich hier keine Steuern zahlen. Da haben wir die Vorzüge nicht, die ihr in der Schweiz habt. Leider könnt ihr euch sehr glücklich schätzen, dass ihr diese Vorzüge letztendlich habt. Ne? Diese attraktive Art zu investieren und ohne Steuern dafür zahlen zu müssen. Natürlich ab einem bestimmten Grenzbereich, ich glaube, lass mich lügen, da hat einer uns mal erzählt gehabt, dass es bei fast 10 Millionen lag. Aber ja, wenn man 10 Millionen zum Investieren macht, hat man sowieso andere Sorgen. Also daher, das ist bei mir auf jeden Fall so die Strategie. Und wenn du zu den Fortgeschrittenen gehörst und gerne Bitcoin und weitere Kryptowährungen traden möchtest, dann mach es wie ich bei BingEx. Spare über unseren Link an Gebühren und bekomme verschiedenste Trading-Boni. Darum registriere dich jetzt über den Link in der Videobeschreibung und trade hier safe.